Willkommen zurück bei Voxel, mein Name ist Toni und willkommen zurück bei Imperator Rom mit Epirus und eigentlich unserem großen Infrastrukturprojekt, nämlich mal ein paar schöne Straßen bauen. Man sieht hier unsere wunderschöne Hauptstadt Nikopolis an dieser kleinen Bucht und die ersten Straßen werden schon von den Armeen gebaut. Hier fehlt noch eine kleine Verbindung, aber was den Straßenbau unterbrochen hat, das kann ich ja mal zeigen, das ist der nächste Krieg. Und zwar die dritte Rebellion gegen unseren Verbündeten Saldensien. Und das bedeutet, wir sind jetzt mit vier Nationen im Krieg. Und das müssen wir gewinnen, sollten wir aber auch gewinnen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hier... Peonien. Was hier los ist, denn wir brauchen eigentlich nur unsere Armee. Das war diese hier, die automatisch rumläuft. Das sollte soweit passen. Und... werden wir trotzdem weiter hier bauen, und zwar die Straßen. Und das werde ich jetzt gleich weitermachen. Unsere Mannstärke geht trotzdem gut nach oben eigentlich, weil wir eine relativ hohe Rekrutenreserve haben, die wir im Monat dazu bekommen. Und ich will jetzt mal eine Straße nach da bauen. Mal gucken, wie lange das dauert. Und hier werden wir weitermachen. An unserer Küstenstraße. Und ich finde es wirklich schade. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wie es scheint, kann ich nur von einer Stadt zur anderen Stadt eine Straße bauen. Wow, das ein halbes Jahr dauert eine Straße. Das wäre natürlich schon hilfreich, wenn ich irgendwie das komplett ziehen könnte. Also vom Anfangspunkt bis zum endgültigen Endpunkt, das wäre natürlich nicht schlecht. Aber scheint nicht zu funktionieren. Okay. Bevölkerungswachstum national ist auch nicht schlecht. Aggressiver Schutz. Das ist die Auswirkung. Das brauche ich nicht. Söldner Unterhaltskosten wären natürlich auch nicht schlecht, wenn wir in einem größeren Krieg wären. Aber brauchen wir nicht. Importrouten, Provinzen wäre natürlich alles auch nicht schlecht eigentlich. Disziplin. Ja, das machen wir. Disziplinerhöhung überall bei 5% ist schon nicht schlecht. Sowas mit denen hier. Ich glaube, wir sind... doch, mit denen sind wir noch im Krieg. Warum gehen die denn aber hier nicht hin? Marschieren wir doch mal hier rein. Ah, sehr schön. Ja, das dauert hier wohl ein bisschen länger auch. Da hätte ich einen Gewaltmarsch machen sollen eigentlich. So, die Festung hier, das ist aber in Ordnung. Das werden wir gleich haben. Ja. 12.000 Mann unser Verbündeten im Krieg zumindest kommen bei uns rein, aber die Frage ist, was wollen die ja eigentlich? Hier unten ist nichts zu tun. So, das war auch ein kurzer Kampf. Feind gefangen, sehr schön. Und jetzt werde ich das wieder auf... ach, da kann ich übrigens auch mal gucken, ob das noch stimmt. Ja. Unabhängig. Okay, also der Stand der Kriegspunkte wächst langsam an. Das ist in Ordnung. Wir sind gleich mit dieser Straße hier fertig. Und es wird natürlich doch schon eine ganze Menge dauern, bis das hier oben irgendwo durch ist. So, Technologie wollte ich ja mal gucken, aber da... ja... Militär 8, das können wir, glaube ich, verändern. So, Handelsroute... plus Bonus, Produktion freie Männer. Gerne. Rekrutenreserve. So, und ich glaube, wir tauschen hier mal. Denn Theronit ist der schon verachtet. Nein. Was haben wir hier? Ein 10er. Das ist doch mal nicht schlecht. Das gibt uns dann 110% immerhin. Ich denke, dass wir dann auf 110% kommen. Ne, lass mal kurz gucken. 80%.
Da sind wir schon auf 100%. Also dürften 20% sogar mehr sein. Apollonit. Ja, die sind verachtet, dann werde ich ihn auch nehmen. Ja, 125%, nicht schlecht. Hier haben wir einen Neuner, da hätten wir einen Elfer. Philonit, Proteid. Ja, nennt sich beides nicht viel, glaube ich. Werden wir diesen Philonit nehmen, 130%, sehr, sehr gut eigentlich. Forschungseffizienz, ich kann mich noch daran erinnern, dass es zum Anfang, als wir ganz zum Anfang waren, weiß ich nicht, 50, 60%, richtig schlecht. So. Sieht nicht schlecht aus. Ich will mal die ganze Zeit schauen. Siegreich, danke. Schon wieder ein Feind gefangen. Was wir eigentlich hier machen können und wer Kavian ist. Kavian. Unter welchem Schutz steht er denn? Eine Verteidigungsliga. Das ist ja auch interessant. Wir sind aber weder mit einer unserer Verbündeten. Verbündet, das war ja vorher, glaube ich, mit Saldensien doch noch irgendwie. Rhodos, ja, von mir aus. So, wo sind wir? Wir sind hier oben in der Festung, haben immer noch Plus an Rekrutenreserve. Gold, ziemlich viel. Oh, Dardanien. Ja gut, die werden erstmal hier zur Festung müssen. Ja, da werden sie aber auflaufen. Keletron. Das sieht gut aus. Wir haben hier tatsächlich die Straße mal vollendet. Dann werde ich jetzt hier weitermachen. Und hier genauso. Straße bauen. Schön an der Küste lang. Und ich finde, die sehen richtig, richtig gut aus. Ich hatte es schon mal erwähnt. Ich weiß auch nicht, ob ich die hier rüberziehen kann. Das wäre auch cool, wenn es irgendwie eine kleine Brücke oder ein aufgeschütteter Deich oder irgendwas entstehen würde, visuell. Ja, wer ohne Anführer kämpft, der hat sowieso verloren. So, Straße bauen, sehr schön. Ja, die haben auf jeden Fall Zermürbung. Das ist schon. Können wir ruhig mal stehen lassen. Fünf. Ja, das geht jetzt auch hier ruckzuck, würde ich sagen. Und unsere Armee tobt sich hier aus. Sehr gut. Und währenddessen könnte ich tatsächlich mal schauen. Bevölkerung, Provinzen. Was wir alles machen. Militär natürlich auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen, denn ich will da die nächste, die Tradition haben. Die Befestigung. Und das ist gar nicht mehr so weit. Und ich will mal gucken, wie viel haben wir hier? Das sind die ganzen Städte. Kultur, 612. Brauchen wir gar nicht so viel, deswegen würde ich jetzt sagen, wir assimilieren alles. Die Stimme hinter Gittern. Es scheint, dass Braxus trotz seiner Inhaftierung es geschafft hat, besonders üble Gerüchte über die Neigung von Pyrrhus zu verbreiten. Wer ist er denn? Ach so. Ja, der Rivale. Es ist klar, dass etwas unternommen werden muss, bevor Pyrrhus noch mehr an Glaubwürdigkeit verliert. Lass die Gerüchte verschwinden. Gut, Tyrannei ist jetzt kein Problem. Aggressive Expansion auch nicht. Den knöpfen wir uns doch gleich mal vor. Freikaufen. Hä, Moment, wo ist der denn in Gefangenschaft? Von Phrygien immer noch eingesperrt und der hat Gerüchte über mich verbreitet? Das ist ja interessant. War das eine Racheaktion, weil ich ihn nicht befreit habe? Okay, da ist sowieso Rivale. Also ich wollte jetzt hier machen, dass wir, da muss ich mal kurz gucken auf unsere Makrobilder. Konvertieren, nein, assimilieren. Bürger assimilieren. Freie Männer assimilieren. Oh, ist noch eine ganze Menge. So, wo ist denn die Provinz zu Ende? Geht es noch bis hier? Ne, das ist schon eine neue Provinz. Es geht um diese hier.
Oh, das dauert lange. 8 empirische Bewohner, 7. Boah, das nimmt uns die kompletten. Wow. 21 Kosten, das ist echt teuer. So, dann werde ich jetzt aber auf hier die, auf jeden Fall die. Ach so, 52. Wow, das wird auch teuer. Wenn das soweit sein sollte, dass wir mal wieder 52 Redekunst haben, dann werde ich hier die Strategie ändern, die Provinzstrategie. So, es wird Straßen gebaut, die werden verhungern an unserer Festung, alles in Ordnung. So, die erste Armee kommt in Bargala an, das ist die Hauptstadt des Landes. Wo will er denn sowieso hin? Und wieso gibt es hier einen Nuller? Eine Kohorte? Ach, ein? Ja, okay. Eine Kohorte drin, aber ohne Mannstärke. Oh. Ein Toter, ein Statthalter. So, thessalisch-hellenisch. Empirisch-hellenisch würde auch gehen. Statthalter, Forschungspunkte nicht gut. Das ist gut. Festungsverteidigung lokal. Wie doof ist das denn? Festungsverteidigung minus 10. Festungsverteidigung plus 10. Tja. Dann nehme ich den hier. Der hat 9. Und der ist epirisch-hellenisch. Sollte also gehen. Wir haben aber trotzdem eine ganze Menge Korruption. Ach, Mensch. 40% Korruption. Was ist denn mit ihm los? Oh, geht das nicht noch irgendwie runter? Monatliches Gehalt. Poh. Er bekommt Gehalt und listenreich. Ich glaube, dann muss ich trotzdem wechseln. Machen wir doch den hier. So, da geht es auch wieder nach oben. Wow. Korruption ist, habe ich ja schon mal erwähnt, aber ich glaube wirklich auch, Entschuldigung, der größte Faktor. Aktionskosten. Ach, das ist auch nicht schlecht. Opfer an die Götter. Das heißt, wir können, glaube ich, die, ja, Stabilität dann wieder erhöhen. Relativ einfach. Da muss ich auch mal wieder drauf achten. Ja, ich glaube wirklich, dass die Korruption bei den Statthaltern die größte Auswirkung hat. Ich meine, das ist schon klar, dass es irgendwie ein wichtiger Faktor ist, wenn man Statthalter einsetzt, aber dass es alle Werte fast egal sind und überspielt werden mit der Korruption. Das ist halt doch schon erstaunlich irgendwie. So, Flotten 13. Ich guck mal kurz rauf. 20.000 haben wir wieder. Flottenunterhalt. Immer noch wahnsinnig günstig. Das heißt, ich werde weiterbauen mit den Flotten. So. Jeweils 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Sind relativ günstig und der Unterhalt ist ja wahnsinnig günstig auch. Und die brauche ich auch dringend. So. Bleiben wir denn jetzt hier endlich stehen? Ja. Okay, unsere Verbündeten haben unseren Job schon übernommen. Das ist in Ordnung. Und es wäre wirklich interessant, wenn wir hier diese kleine Nation Karvien oder Karvien mal einnehmen könnten. Würde uns eine gute Stellung bringen. Die Tücken des Staates. Während der Hof heute Nachmittag in einer Sitzung war, hielt ein wenig bekannter Mann mit dem Namen Theophilos eine mitreißende Rede über das Thema Piratenüberfälle. Obwohl seine Argumentation letztlich keinen Erfolg hatte, wurden viele zumindest von der Schönheit seiner Redekunst abgelenkt. Vielleicht ist dies jemand, den wir im Auge behalten sollten. Ja, mit Sicherheit. 8 Redekunst. So. Ja. Ist aber auch korrupt. Listenreich.
Listenreich. Ja gut, das kriegen wir nicht weg. Ach, er ist krank. Entzündung. Ich werde mal ihn in Behandlung schicken. So. Ja, illoyale Charaktere. Das ist in Ordnung. 19 bringt also nicht viel. 163, okay, aber keine Befehlsgewalt, von daher noch in Ordnung, hier genauso. Von daher im Moment noch keine Gefahr, können sich keine Armeen leisten oder irgendwie gefährlich werden. Was ich mal schauen wollte ist, lass uns doch mal auf unsere Nachbarn gucken. Rom ja wie gesagt völlig im Eimer. 5 Städte aber immerhin. Wo ist denn das? Ach, hier drin. 1, 2, 3, 4, 5 Städte. Ah, die sind im Krieg, ja. Aber verbündet mit 2 Nationen. Lokalmacht. Tja. Lokalmacht. Und was sind wir denn eigentlich? Regionalmacht. Wir brauchen ja noch 2 Städte für die Großmacht. Und wenn wir aber Großmacht werden, dann haben wir ein Problem. Denn dann ist unser Verbündeter nicht mehr unser Verbündeter, sondern eben nicht mehr, weil wir eine neue Kategorie dann haben. Dann müssten wir vielleicht Phrygien als Verbündeten uns ranholen. Byzantium ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Ist aber eine Lokalmacht. Garantie anbieten. Das wäre doch cool. Machen wir auch. Ich finde das eine interessante Idee und Byzanz als Evergreen immer in allen diesen Grand Strategy Paradox Spielen. Sowieso. Also, gucken wir nochmal auf die Punktzahl. Ja, okay, das liegt aber auch daran, an dieser Ausgangssituationsteiler und die Bewohnerzufriedenheit. Kera. Was ist denn hier mit dem Seleukidenreich? Großmacht. Ja, immer noch das einzige, die einzige Weltmacht. Danach kommt dann noch Imperium. Maurier. Und ich wollte mich ein bisschen umgucken, wer dann irgendwo gefährlich werden könnte. Und das sind hier oben trotzdem noch diese ja, mittlerweile Regionalmächte. Nicht schlecht, die beiden. Alpinisches Karnia, interessant. Die wäre natürlich interessant zu bekämpfen, aber auch natürlich hier in den südlichen Stiefel Italiens reinzugehen. Sizilien. Sardinien, Korsika, da ist Karthago komplett drin, außer hier oben. Moment, sehe ich da noch? Etrurien ist immer noch da, die Etrusker. Sehr interessant. Karthago hat sich gar nicht groß weiterentwickelt. Gar nicht groß. Tja, oder wir breiten uns natürlich hier aus, damit wir unseren großen Rivalen Thrakien mal vernichten können. Das wäre natürlich sowieso interessant. Odrysien. Habe ich die nicht freigekauft? Nee. Garantiert die Unabhängigkeit, aber Phrygien und das Seleukidenreich. Tja, das wäre auf jeden Fall mal interessant. So, wie sieht es denn aus mit unserer Straße? Die kommen an. Jetzt. Das ist sehr gut. Ach, hier ist ja schon eine Straße. Okay. Dann werde ich das hier bald geschafft haben. Unsere Hauptstadt. Und kann ich jetzt hier gucken, ob hier irgendwas drin ist? Ach, der Krieg ist vorbei. Sehr schön. Da werde ich gerade mal gucken. Ich will jetzt aber mal gucken, wieso sehe ich denn jetzt hier keine Straße? Erhöht das Versorgungslimit? Nein, eigentlich auch nicht. Die Frage ist, das ist Marmor, das ist Ackerland. Wieso sehe ich denn jetzt hier nicht, dass ich eine Straße gebaut habe? Müsste das nicht irgendwie einen Bonus geben? Stadtbevölkerung, Garnison. Das ist auch immer ärgerlich. Keine Besitztümer hier. Hier wäre das, glaube ich, schon gut. Trainingslager. Das Ding ist, was bringt denn eine Straße eigentlich? Das kann doch nicht sein, dass es hier nirgendwo steht. Straße bauen. Das bringt eigentlich nur
Das ist ja auch blöd. Wo steht das, was eine Straße wirklich bringt? Ich glaube, das bringt aber nur Geschwindigkeit für unsere Armeen. Oder vielleicht eine Zermürbung. Automatische Armee, was ist denn hier los? Ach so, der ist noch automatisch, aber unabhängig. Das heißt, wir werden ihn zurückbringen in unsere Provinzhauptstadt. Ja. Das tun wir. Da werden wir auch wieder die Rekrutenreserve auffüllen lassen. Das muss ich mal gerade gucken. Ja, Saldensin ist hier wieder zurückgekommen. Immer noch im Krieg. Was ist das denn? Der zweite Tilateisch-Buradavensischer Krieg. Ein großer Krieg. Aha. Oh. Wieso rufen die mich hier nicht zu Hilfe? Weil die wahrscheinlich über einen anderen Verbündeten reingerufen wurden. Äonien ist hier. Ne, Päonien. Die strömenden Scharen zu den Bannern. Ist es nicht der, der die Redekunst hatte? Ne, das ist er nicht. Der General der ersten Armee. Das ehrenwerte Volk von Makedonien hat sich in Scharen versammelt, um dem bekannten General Aristoteles Proteid dabei zuzusehen, wie er seine Truppen zu größerem Ruhm führt. Eine Delegation aus Tauriana hat darum gebeten, auch einige ihrer eigenen jungen Männer in die Armee von Aristoteles schicken zu dürfen, wobei sie ihren Fanatismus als großen Segen für die Schlacht zitieren. Was könnte schief gehen? Meldet sie an. Ja, das Ding ist, die bekommen dann natürlich auch. Der darf nicht illoyal werden. Das ist dann schwierig. Gründer, das wird uns helfen, dass dieser Gründer ist loyale Kohorten. Ist schwierig. Der hat ja schon eine ganze Menge. Loyale Kohorten 0,08 und der hat jetzt 9, 7, 16. Also die Hälfte davon wird dazugegeben. Wenn er nochmal 5 dazu bekommt, kriegt er. Dann ist er bei 16, 21. Und dann ist er schon bei 10. Von. Naja, das könnte noch gehen. Das könnte noch gehen. Provinz Makedonien erhält Loyalität. Ach komm, das machen wir noch. Das ist in Ordnung. Weil wenn wir uns den jetzt anschauen, hier sieht man das jetzt immer noch. Gerade 0,00. Ah, die loyalen Kohorten sind jetzt auf minus 0,13. Das habe ich dann falsch berechnet irgendwie. Bestechen. Bestechen. Triumphzug abhalten, das wäre gut. Erhält aber auch Beliebtheit dadurch. Hat die Chance, einen Spitznamen zu erhalten. Wir machen das mal. Ja. Die Axt. Sehr cool. Die Axt. Steht das auch hier auch irgendwo mit drin? Hat Besitztümer. Eine eigene Armee. Der ist schon ziemlich reich. Verlor im Glücksspiel. Heimlicher Glücksspieler. Interessant. Sehr cool. So, unsere Flotten werden weiterhin fleißig gebaut. Ich lasse mal weiterlaufen. Und krass, wie das doch wahnsinnig schnell geht. Wo ist denn unsere Armee hier, die zweite? Ach, hier unten. Okay. Gut, die schickt ihr natürlich durch die Ländereien, das ist klar. 12. Februar, die sind auch gleich da. Und dann muss ich hier nur noch eine Straße bauen. Dann ist diese verbunden. Sehr, sehr cool. Wo sehe ich denn die Straßen am besten? Ja, das ist immer doof, dass man die Straßen nicht so gut sieht. Da gibt es auch noch eine Mod für. Ja, sieht man das hier zum Beispiel. Oder eben hier. Kavien. Das war hier. Ja, sind die denn noch im Kampf? Nein. Makedonien ist natürlich auch interessant. Könnte man einnehmen. Das ist die Frage, was wir als nächsten Schritt machen. Das ist ja hier Pierien. Bündnisaktion. Garantie. Können wir mit denen gar nichts machen? Basis minus 90, warum das denn? Meinung, momentane Stärke. Ha, die Meinung wird uns aber nicht helfen, weil die Basis, wieso ist die Basis auf minus 90? Aggressive Expansion vielleicht? Behandlung erfolgreich, nicht schlecht.
Ist er denn irgendwie noch loyaler? Ungeduld ist eine Tugend. Leukorn ist in letzter Zeit zunehmend unruhig. Er glaubt, dass seine Position eine Schlüsselrolle in unserer Regierung verlangt. Glaube ich nicht. Angesichts seiner Berühmtheit sollten wir dies wohl sorgfältig abwägen. 7. Tja. Keine Ahnung. Okay, Freunde, das war erstmal diese Folge. Wir machen hier eine kurze Pause und dann werden wir uns entscheiden in der nächsten Folge. Ich denke, ich werde eher mal Richtung Ägypten natürlich nicht. Das ist hier Quatsch. Aber wenn die Flotte dann fertig ist, glaube ich, werden wir einen großen Krieg gegen Thrakien beginnen. Und da werden wir in der nächsten Folge schauen, wie weit wir da kommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentare bitte gerne unter dieses Video. Würde ich mich immer drum freuen, wenn ihr das tut. Und vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.